Ist der Bacon-Hype vorbei oder gab es überhaupt jemals einen? Wenn man sich zum Beispiel mal meinen Kanal anguckt, sieht man, dass die letzten paar Videos alle ziemlich abgestürzt sind. Davor lief es zwar so gut wie noch nie, aber abgesehen davon jetzt nicht. Darauf werden wir auch noch eingehen, aber man kann sich auch andere Kanäle als Beispiel nehmen, zum Beispiel Mr. Smalltalk und andere Bacon-Creator haben vor einer Weile schon komplett aufgehört. Wieder andere Creator, wie zum Beispiel Fancy, machen so wenig Aufrufe wie noch nie in der Geschichte ihres YouTube-Kanals. Und auch ansonsten hat man das Gefühl, dass die Bacons weniger im Hype sind als vorher. Um diese Frage jedoch beantworten zu können, müssen wir jedoch ein bisschen tiefer graben. Als erstes müssen wir uns mal die Frage stellen, was die Bacons überhaupt sind. Eine Creepypasta, ein Fandom, eine Videoreihe, tatsächlich trifft nämlich alles davon zu. Aber meiner Meinung nach sind die Bacons am ehesten ein Konzept. Und zwar das Konzept einer anderen fremden Welt oder auch eines fremden Ortes, der unfassbar komisch und mächtig ist und einfach unerklärlich wie faszinierend wirkt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie hilft das denn jetzt weiter zu definieren, ob die Bacons noch im Hype sind? Die Erklärung dafür ist, dass sich Hype natürlich immer anders definieren lässt. Sozusagen ein Konzept ist anders im Hype als eine Videoreihe. In einer Videoreihe geht es eher um Aufrufe. Deswegen ist das jetzt erstmal wichtig gewesen. Aber wie sieht es jetzt gerade denn mit den Bacons aus? Dafür habe ich mir zuerst mal die Google-Suchanfragen angesehen. Dort kann man einen eindeutigen Ausschlag, insbesondere im August 2022, erkennen. Das war sozusagen von den Google-Suchanfragen der Höhepunkt der Bacons. Danach geht es langsam runter bis zum heutigen Tag. Was man aber auch sieht, ist, dass es erstmal ein wenig gleich bleibt und dann ein paar Monate später fallen die Suchanfragen drastisch ab. Es geht dann noch ein bisschen weiter runter, aber es sieht jetzt fast so aus, als würde es sich jetzt auf diesem Niveau, das ihr hier seht, ungefähr einpendeln. Das kann man jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt einfach nur ein Ausreißer war, eine statistische Ungenauheit oder ob es sich wirklich dort einpendelt. Aber da ihr bedenken müsst, dass dieser Zeitraum in der Länge von etwa 2 bis 3 Monaten liegen sollte, vermute ich mal, dass es ungefähr auf dieser Höhe bleibt. Das ist vielleicht 3-mal so wenig wie zum Höhepunkt, aber natürlich muss man auch bedenken, dass da der Bacon-Hype richtig hoch war. Ich habe auch noch andere Begriffe gegoogelt. Ich habe es auch mal mit der Bacons probiert, dass es nicht an dem Suchbegriff liegt. Die Ergebnisse sind ziemlich identisch, genauso wie ich es mit deutschlandweit und weltweit probiert habe. Diese Ergebnisse decken sich auch nahezu identisch, deswegen gibt es dort keine nennenswerten Differenzen. Und die Werte stehen übereinander, weil sie sich abdecken. Ich habe auch noch einige andere Suchbegriffe ausprobiert, wie zum Beispiel verschiedene Spiele wie Inside the Backrooms oder Escaped Backrooms. Da sehen wir tatsächlich einen gegenteiligen Trend. Die Suchanfragen steigen immer weiter an, zumindest bei Escape the Backrooms, bei Inside the Backrooms jetzt nicht. Escape the Backrooms nimmt sich teilweise, glaube ich, Spieler von Inside the Backrooms drüber. Aber das ist ja auch der normale Zyklus eines wachsenden Spieles. Das würde ich deshalb nicht als ausschlaggebenden Faktor für den Hype der Backrooms zählen. Ich habe auch noch andere Begriffe probiert, wie Kane Pixels oder YouTube Found Footage. Dort konnte man erkennen, dass die Anzahl der Suchen fast nie nennenswert groß war, weder vor einiger Zeit noch jetzt, aber sie ist in etwa konstant. Ich werde euch noch einige andere Statistiken einblenden, aber ich werde jetzt nicht alle vorstellen. Und ich denke, mit diesen paar Statistiken habe ich das jetzt auch schon ganz gut abgedeckt. Die Frage ist jetzt natürlich, was sagt uns das? Ich würde sagen, das sagt uns, dass der Hype August, also Sommer 2022 am höchsten war. Lustig ist, dass ich da zu dem Zeitpunkt von den Bacons eigentlich gar nichts wusste. Höchstens mal 1-2 Memes gesehen. Eine Aufnahme fehlt leider, ich weiß deswegen jetzt gerade nicht, wie es weiterging, weil die Aufnahme von diesem Video auch schon etwas länger her ist. Aber ich muss irgendwie sowas gesagt haben wie: Wenn man auf den Zeitpunkt guckt, wo ich die Bacons kennengelernt habe, bemerkt man, dass der größte Peak schon vorbei ist. Und dass der Hype seitdem ständig am
sinken ist. Beziehungsweise ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war er dann schon vorbei. Da der Höhepunkt, die Spitze bereits rüber war, aber man sieht, dass es nicht auf einmal vorbei ist, sondern langsam runtergeht und man deswegen erst gar keinen großen Unterschied bemerken kann. Aber natürlich ist die Frage, ob diese Leute wirklich ernsthaft an den Bergums interessiert waren zu der Halbzeit oder sich einfach nur über dieses Internet-Phänomen informieren wollten, beziehungsweise Backrooms als Meme kennengelernt haben. Das könnte nämlich auch gut sein. Aber ich will jetzt nicht alles auf diese Google-Suchen beziehen. Man kann sich natürlich auch andere Sachen angucken, wie zum Beispiel die Artikel in den Wikis. Dort kann man erkennen, dass mittlerweile ein bisschen weniger geschrieben wird und dass meiner Meinung nach die besten oder zumindest die ikonischsten Level nicht hätten neu geschrieben werden sollen. Was wir uns ja auch schon mal angeguckt haben, sind die Games. Meine Überlegung war nämlich, ob die meisten Leute jetzt genügend über die Bankrooms wissen und deswegen einfach kein Interesse mehr an Videos wie meinem oder von anderen Creatern haben, sondern lieber selber was spielen möchten, wenn sie sich schon mit den Sachen beschäftigen, wenn sie schon etwas mit den Backrooms zu tun haben. Und ich blende euch jetzt hier auch nochmal die Escaped Backrooms Steam Charts ein, denn ich weiß, ich habe gesagt, Games wachsen halt, aber da erkennt man doch schon ganz deutlich, dass über die Zeit immer mehr Spieler dazukommen und diese Ausschläge haben einen Grund, nämlich sieht man ja immer, wie die Spielerbasis runtergeht und dann geht sie wieder hoch. Das sind immer die Zeitpunkte, wo es Updates gibt oder Updates gab, denn es sammeln sich über die Zeit neue Spieler an. Da seht ihr dann auch immer die aktiven Spieler. Es werden halt umso länger das letzte Update her ist, immer weniger Spieler, die auch wahrscheinlich, weil die meisten das dann durchgespielt haben und kein Interesse erstmal mehr haben. Aber wenn halt ein Update kommt, dann gibt es natürlich einige, die sich das Spiel holen. Und die Spieler, die sich das beim letzten Update geholt haben, beziehungsweise eigentlich alle Spieler, die das Spiel spielen, warten jetzt natürlich nicht 10 weitere Monate, bis sie wieder spielen, sondern spielen in der Regel relativ bald nach dem Update direkt die neuen Level und anderen Funktionen. Was ich jetzt eigentlich nur sagen wollte, ist, dass man an dem Escape the Backrooms-Spiel, das eigentlich das populärste Backrooms-Spiel ist, zumindest von den reinen Spielerzahlen und auch der Menge an Content auf YouTube und Co., erkennen kann, dass es doch noch ein Grundinteresse an den Backrooms gibt. Bis jetzt klang ja eigentlich alles noch ganz gut sogar, würde ich sagen. Und wenn man sich mal den wirklich populären Backrooms Content anschaut, dann werden wir was anderes herausfinden. Hier zeige ich euch mal die YouTube-Kanäle von populären Backrooms Found Footage Erstellern. Ihr seht hier, wie mit jedem Video die Views sinken und sinken und sinken. Natürlich kann man auch sagen, dass das jetzt nicht mehr die krassen Videos waren bei Kane Pixels, aber auch wenn man sich andere Kanäle anschaut wie Boogly, eigentlich sinken seine Aufrufe konstant. Beziehungsweise jetzt mittlerweile gehen sie sogar wieder ein bisschen hoch, aber man erkennt auch, dass sein großer Aufstieg vorbei ist. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo er täglich so viele Abonnenten bekommen hat und rasant auf die 1 Million kam. In unter 2 Jahren, ich glaube 1,5 Jahren. Und jetzt mittlerweile braucht es Monate, bis er überhaupt 100.000 oder weniger Abonnenten mehr macht. Aber auch die Aufrufe, wie gesagt. Und wenn wir uns mal den populärsten aller Backrooms-Content-Arten eigentlich anschauen. Ich persönlich mag den nicht und habe den eigentlich auch nie aktiv geschaut. Aber das sind diese kurzen, komischen Weirdcore und Backrooms-TikToks, die irgendwas, was nicht stimmt, erzählen. Das geht auch eigentlich runter von den Views. Gibt auch immer mal etwas, was gut ankommt. Aber wenn man sich mal den Content zu Backrooms anguckt, dann sieht man, da ist am Ende. Auch YouTuber wie Mr. Smalltalk sieht man ja, haben aufgehört. Viele andere haben auch vor 6 Monaten oder so circa aufgehört. Ich hatte jetzt auch keine Lust mehr für den letzten Monat. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Dabei waren wir eigentlich gerade schon. Und zwar ist der Hoffnungsschimmer,
dass das Interesse vielleicht gewandelt ist. Vielleicht haben die Leute einfach keine Lust mehr, sich die Backrooms erklären zu lassen oder sich passiv irgendwas anzuschauen, sondern wenn sie die Backrooms erleben wollen, dann wollen sie aktiv erleben und fühlen. Wie zum Beispiel in einem Spiel oder in dem Backrooms-Film, der noch erscheinen wird. Ich bin einmal gespannt, wie dieser ankommen wird, denn sollte dieser gut ankommen, denke ich, dass es eine Art Rettung der Backrooms sein wird. Es wird wahrscheinlich den Hype auf ein noch nie zuvor gesehenes Level katapultieren, vielleicht auch nicht, kommt drauf an, wie gut er ankommt. Aber sollte dieser Film schlecht sein oder ein Flop, dann denke ich, dass die Backrooms weiterhin bergab gehen werden. Vielleicht nicht mehr rasant, sondern sich eher langsam einpilden werden, aber sie werden jetzt definitiv nicht nochmal so populär wie vor 2 Jahren. Jetzt werde ich aber hier langsam zickig, ne? Langsam hier werde ich aber ein bisschen wild, ja, langsam. Das ist jetzt das 10. Mal ungefähr, dass ich das aufnehme. Keine Ahnung, die Audiospur wird irgendwie nie gesichert. Aber ja, kommen wir denn jetzt mal zum Fazit. Also, das hatte ich gerade eigentlich schon erklärt. Ich denke, die Backrooms sind nicht tot, aber die werden auch nicht mehr an Beliebtheit steigen, außer der Film ist ganz besonders. Dann wird aber auch nicht das Wiki unbedingt so viel Erfolg davon tragen, sondern eher die Kenpixel-Version. Natürlich auch das Wiki, weil es den gleichen Namen trägt wie Kenpixels Backrooms. Aber diese Wiki-Lore wird, glaube ich, weniger Profit davon tragen. Jedoch denke ich, dass das auf jeden Fall nochmal was werden könnte. Was allerdings meine Videos angeht, bin ich nicht so hoffnungsvoll, denn man muss sich mal angucken, wie der Backrooms-Konto bei den anderen Creatoren aussieht. Also Brookly ist mit Abstand der Größte und selbst er macht jetzt keine weltbewegenden Aufrufe mehr. Das war mal anders, als jedes Video von ihm nach ein paar Tagen 300.000 Aufrufe hatte und manche dann 5 Millionen. Heutzutage mit Glück, eigentlich 5, 1 Million. Heutzutage mit Glück hat eins mal 100.000 nach einer Woche oder zwei oder ein richtig, richtig glückliches Video vielleicht auch mal 200, 300.000. Das ist natürlich jetzt nicht so rosig, wenn man sieht, dass sie alle weniger Views machen bei mir. Das ist jetzt nicht so tragisch, weil die Aufrufe, die ich mache, lassen eh noch so viel Luft nach oben, da macht es eigentlich keinen Sinn, dass sie sinken. Aber ein Grund, zu dem ich jetzt auch nochmal kommen will, das ist noch was anderes, was ich noch in diesem Video sagen wollte, ist, warum ich aufgehört habe, ist auch, dass die letzten Videos so steil nach unten gingen. Ich hatte vorher noch nie so viele Aufrufe, aber dann die Escape the Backrooms Let's Plays hatten eigentlich von der Watchtime, von der Klickrate und so, keine schlechteren Daten als sonst. Aber die Aufrufe waren katastrophal, genauso wie der Teaser auf den neuen Kanal. Und ja, ich wollte nämlich auch noch sagen, wieso ich keine Videos mehr gebracht habe. Also das war Grund 1. Grund Nummer 2 ist einfach, dass ich auch noch andere Sachen gemacht habe. Ich habe zum Beispiel Blender sehr viel gelernt. Ich habe eine riesige Backrooms-Map gebaut und eine Animation gestellt. Was ich auch gemacht habe, ich habe zum ersten Mal selber ohne irgendwelche Anleitung was modelliert. Ich habe eine Steckdose in meinem Zimmer nachgebaut. Sah perfekt aus eigentlich. Und die dann auch in die Animation integriert. Ich wurde auch noch von einem Tutorial hinters Licht geführt. Ich will das jetzt nicht erklären, wäre zu technisch, aber deswegen musste ich auch noch einiges nochmal machen. Das ist generell ziemlich aufwendig, so eine Animation zu machen. Deswegen wird es auch noch ein bisschen dauern, bis sie online kommt, vor allem, weil ich jetzt nicht mehr aktiv daran arbeite im Moment. Da ist Sora, dieses OpenAI-Tool, schon was Krasses. Also, das weiß ich nicht, was das verändern wird. Aber darauf wollte ich jetzt eigentlich auch gar nicht eingehen. Was ich aber tatsächlich noch sagen wollte, ist Grund Nummer 3. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Also, schon ab und zu mal Lust auf Backrooms, aber durch die anderen Gründe halt war die einfach nicht mehr so hoch und dann habe ich einfach nichts gemacht. Manchmal hatte ich Motivation, aber war dann zu faul und dann doch zu süchtig nach YouTube oder zu abgelenkt von anderen Sachen, dass ich das dann einfach doch nicht gemacht habe. Außerdem ist auch noch so viel passiert, also wirklich, mein Mikrofon ist zum 3. Mal kaputt gegangen, ich brauche ein neues, meine Technik spinnt rum und ich musste auch noch viele andere Sachen machen, die ich auch nicht immer gemacht habe, aber deswegen Grund 4 ist dann auch nochmal keine Zeit.
Das hat dann auch noch damit zu tun gehabt, natürlich. Das hätte ich auch locker Zeit gehabt, mir dafür freilegen können. Aber immer, wenn ich Lust hatte, hatte ich eigentlich keine Zeit und andersrum. So dass ich, auch wenn ich manchmal wieder anfangen wollte, dass es dann im Prinzip doch immer wieder aufgegeben habe. Und Grund Nummer 5 ist, die Videos waren einfach schlecht. Vielleicht habt ihr in diesem Video auch schon eine qualitative Aufwertung gesehen. Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Das Hauptproblem war, oder generell meine Sprache eigentlich, beziehungsweise auch der Ton, die Tonqualität. Das war auch der Grund, warum ich oft keine Lust aufs Schneiden hatte, weil ich wirklich eine Krise davon gekommen habe. Ich wusste auch nicht, was ich machen sollte mit dem Ton. Dann habe ich letztens mein größtes Video jemals aufgenommen und das sollte vielleicht 20 Minuten lang werden, 25. Und es ist dann erst zum größten geworden mit 3 Stunden Aufnahme oder so. Ich habe unterschätzt, wie lange ich mir Zeit lassen darf. Und da war dann auch die Tonqualität schlecht, solche Sachen, alles. Deswegen war ich einfach sehr unzufrieden. Vor allem, wenn ich mir jetzt die Videos angucke, mache ich so viele Versprecher und ungeschickt gebaute Sätze. Also grammatikalisch einfach falsche Sätze. Und das dann kombiniert mit der schlechten Tonqualität, keinem richtigen roten Faden, inhaltliche Fehler, kein interessanter Schnitt, solche Sachen alle. Die fand ich dann doch alle ziemlich nervig. Und habe mir dann auch mal alte Videos angeguckt. Klar, waren die jetzt nicht gerade Meisterwerke, aber wenn man bedenken muss, dass da mein 12-, 13-jähriges, vorpubertäres, nicht mal im Stimmbruch ich weniger Versprecher und Sprachfehler gemacht hat, beziehungsweise Sprachfehler hatte und auch einfach gefühlt mehr Arbeit in die Videos gesteckt hat, konsequenter dran gearbeitet hat, mehr gegrindet hat, mehr geschnitten hat und ja, man muss halt sagen, ich habe da jetzt auch nicht viel mehr gemacht, als irgendwelche CapCut-Text-Effekte reinladen. Jetzt mache ich wenigstens andere Sachen, die vielleicht auch insgesamt doch aufwendiger sind. Der DaVinci Resolve, aber da mache ich zum Großteil, ehrlich zu sein, auch nur die vorgefertigten Effekte. Das wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich kreiere alles selber in der Fusion-Page oder so. Deswegen hat mich das auch einfach sehr frustriert, dass meine alten Videos einfach besser waren. Oder zumindest teilweise, manche Aspekte. Und die letzte Sache, ich habe auch herausgefunden, dass Leute meine Videos sehen, wo ich das eigentlich nicht unbedingt wollte. Deswegen, das hätte auch eine Motivation sein können, dass ich dafür dann wenigstens gute Videos mache. Aber für mich war es in dem Fall ja ein Grund, gar keine mehr zu machen. Ich hoffe, dieser Talk, der jetzt etwas länger und persönlicher war, hat euch nicht gestört. Der ging jetzt locker 5-6 Minuten. Ich werde ihn wahrscheinlich ein bisschen kürzen. Ja, das war's mit dem Video. Eine Zusammenfassung habe ich ja jetzt schon gemacht. Ansonsten war's das mit dem Video. Ich will jetzt auch nicht noch unnötig viel labern. Deswegen sage ich einfach Tschüss.